Hallo und herzlich willkommen zu My Personal Coach bei Josko Fitness. Heute mache ich mit dir gemeinsam ein knackiges Beine-Po-Workout. Ganz kurz 10 Minuten. Der Aufbau sind immer 2 Übungen. Dann einmal Treppensteigen mit einem Stuhl. Und dann wieder 2 Übungen, Treppensteigen, 2 Übungen und Treppensteigen. Also kurz und knackig. Ich freue mich, dass du dabei bist. Los geht's. Wir starten mit der klassischen Übung Squats. Das heißt, hüftbreiter Stand. Locker im Knie, zieh deinen Bauch ein, zieh die Schultern zurück und komm einfach tief und wieder hoch. Tief und wieder hoch. Versuch dabei, dein Po weit zurückzuschieben. Lass den Bauchnabel immer an der Wirbelsäule, dass du auch Spannung im Oberkörper hast. Und lass dein Popo, wenn es geht, auf eine Linie mit deinen Knien kommen. Schön gleichmäßig, dass auch die Gelenke etwas warm werden. Tief und hoch. Oberschenkel sind unsere größten Muskeln. Das heißt, wenn wir die trainieren, verbrennen wir auch einiges an Fett. Tief. Die letzten 4. 3 mehr. 2 noch. Die nächste Übung, bleibe unten im Squat. Stopp. Und jetzt wippe einfach nur mit den Fußballen. Versuche den Oberkörper ganz, ganz ruhig zu halten. Wippe mit beiden Fußballen, zieh die Schultern zurück, mach die Wirbelsäule lang und wippe jetzt im Wechsel. Rechts, links, Popo verändert sich nicht, er bleibt auf der Höhe, wo er ist. Das ist das Anstrengende. Wenn du kurz eine Erholung brauchst, geh nach oben, schüttel deine Beine aus und komm dann wieder zu mir nach unten. 4 im Wechsel und wieder beide Beine. So langsam fängt es etwas an zu brennen in den Beinen. Halt trotzdem den Bauch auf Spannung. Und die letzte Runde im Wechsel. Rechts, links. 8 Stück. Und 4 noch. Und lösen. Locker deine Beine. Das erste Mal Treppen steigen. Stell einen Fuß komplett auf den Stuhl. Nimm die Arme lang. Falte sie. Zieh dein Knie rauf. Komm tief. Wechsel die Beine. Ganz auf den Stuhl, Knie tief und wechseln. Immer wichtig, dass der ganze Fuß auf dem Stuhl steht. Du kannst die Übung auch auf deiner Couch machen. Oder wenn du einen stabilen Couchtisch hast, dann ist das vielleicht nicht ganz so hoch wie ein Stuhl. Ganzer Fuß drauf, hoppla. Wenn es dir zu schnell geht, mach langsamer. Oder wenn du schneller kannst, mach schneller. Die letzten 4. 2 mehr. Einer noch. Und löse. Arme locker, Beine locker. Stell dich hüftbreit wieder hin. Komm leicht in die Knie. Zieh die Arme ran. Und jetzt tap rechts zurück, links zurück, rechts zurück, links zurück. Arme, wer möchte dazu, hinter den Kopf und ab. Kopf, ab. Bleib immer tief in den Knien. Wenn das Bein zurückgeht, ist dein Bein eine lange Linie mit deinem Oberkörper. Zieh die Ellenbogen weit nach außen. Klasse. Schön tief bleiben. Die letzten 8. Geh nochmal etwas tiefer für die letzten 4. 3, 2 und stopp. Öffne deine Beine. Dreh die Fußspitzen nach außen. Komme tief und hoch. Atme einmal durch. 2 mehr. Tief und unten halten, stopp, Schultern zurück und die Ferse rechts, links. Oberkörper, der bleibt still, Schultern sind hinten und ganz tief in die Hocke. Noch 4 im Wechsel und jetzt kommt eine Challenge. Nimm beide Beine.
Noch vier. Lass die Fersen dann oben. Stopp. Arme vor. Und jetzt die kleinen unten. Zieh. Fersen so hoch du kannst. Weg vom Boden. Schultern zurück. Bauch fest. Oh. Innenseite Oberschenkel. Und gleichzeitig Bauchspannung. Vier noch. Drei. Zwei. Alles. Du weißt, was kommt? Nimm dir deinen Stuhl. Sicherer Start, ganz auf den Stuhl, Arme verschränkt nach vorne und los geht's. Mach ruhig etwas langsamer und sei dir sicher, dass du einen richtigen Tritt auf dem Stuhl hast. Auch hier, wenn dir die Arme zu schwer werden, unterstützt deine Taille. Wenn die Übung für dich zu anstrengend wird, mach eine Pause, schüttel die Beine aus. Die letzten acht, die schafft man noch. Komm, 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 vier Stück und dann gibt es schon wieder Wechsel. Zwei mehr, allerletzter und löse. Hol dir eine Matte ran, leg dich auf den Bauch. Nimm deine Hände nach vorne, leg die Stirn ab, heb beide Beine an, streck deine Beine und paddel mit gestreckten Füßen. Wichtig ist, dass die Oberschenkel ebenfalls weg sind vom Boden, sodass der Po und der untere Rücken arbeiten. Bring hier den Puls wieder etwas runter. Nur ganz kleine Übungen. Versuch weit oben zu paddeln. Lass die Schultern locker. Arbeite mit der Kraft aus dem Gesäß und dem Rücken. Und versuch immer wieder den Bauchnabel etwas zur Wirbelsäule ranzusaugen. Schmale Taille machen. Die letzten vier, drei, zwei und lösen. Wir werden zum Fallschirmspringer. Bring deine Fersen zusammen. Nimm deine Beine mit den Knien etwas auseinander. Drück die Fersen immer etwas gegeneinander. Heb hoch und ab. Und hoch und ab. Wenn du es schaffst, leg die Arme ins U und bring gleichzeitig deine Arme zur Decke. Aktiviere noch etwas den Schultergürtel. Dann kommt der sexy Po ein bisschen mehr zur Geltung, wenn die Haltung aufrecht ist. Und drück immer wieder die Fersen gegeneinander. Ist schwierig, aber effektiv. So ein bisschen kämpfen wir noch. Komm, lass die Beine im 90-Grad-Winkel. Vier. Drei. Zwei. Ein letzter. Oh, lösen. Einmal noch Treppen steigen, dann hämmer's. Matte weg, Stuhl her. Arme verschränkt, Schultern zurück. Sicherer Startpunkt und los geht's. Knie ab, ab. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich komme ins Schwitzen und ich spüre meinen Po. Nimm deinen Rhythmus, den du jetzt schaffst. Du wirst merken, je öfter du das Workout machst, umso besser geht's, umso leichter wird's für dich, denn umso mehr Kraft bekommst du in deinen Beinen und Po. Endspurt. Die letzten acht. Und dann haben wir's. Sechs Stück, komm. Ganzer Fuß drauf. Nochmal weit hoch mit dem Knie. Zieh die Schultern zurück für die letzten zwei. Einer mehr. Und löse. Geschafft. Schau morgen in den Spiegel, betrachte deinen Hintern und sei zufrieden mit dir.